Wir schreiben das Jahr 2010, aber es könnte auch 1975 sein. Roxy Music sind die Headliner beim Festival in Montreux. Brian Ferry ist 64, er und seine Truppe haben ein paar graue Haare und Falten mehr, doch die Energie ist dieselbe wie früher. Love is the Drug heißt das Lied. Doch für diese Veteranen ist die Musik die Droge. Und davon abhängig sind sie auch im fortgeschrittenen Alter noch. Rock- und Pop-Ikonen wie die Rolling Stones, Phil Collins oder eben Roxy Music gehen emsig auf Tour, wie zu ihren Hochzeiten. Der Jazz- und Fusion-Schlagzeuger Billy Cobham ist 66 und er hat noch lange nicht genug. Ich glaube, so ist es im Leben nun einmal, an einem bestimmten Punkt in der Zeit. Man mag es göttliche Vorhersehung nennen oder wie auch immer, es ist ein Kreislauf. Wir machen unsere Veränderungen durch unsere Jahreszeiten. Alles hat einen Kreislauf, selbst das Chaos. Und so chaotisch wir auch sind, hier sind wir wieder. As chaotic as we are, here we are again. Die Musikstile wandeln sich, diese Künstler haben überlebt. Aber wollen sie wirklich bis zu ihrem letzten Atemzug auf der Bühne stehen und rocken? Was ich will, das ist spielen und meinen Spaß haben, so lange wie ich kann. Aber ich will nicht dabei sterben. Nostalgie für die gute alte Zeit gibt es reichlich. So haben die Rockveteranen noch einiges vor. Yeah!